Hallo zusammen. Gern tue ich euch einen Posten von unserem Stationentraining live demonstrieren, weil nicht alle einen geeigneten Partner oder ja, Gespärne haben, wo sie können das zusammen machen können. Selbst zweit zeige ich euch, wie man das auch alleine machen kann mit einer Wand. Wie gesagt, es braucht zwei Tennisbälle und eine geeignete Wand dazu. Und wir fangen an mit der Grundübung und die funktioniert so. Wenn das gut funktioniert und ihr es etwas schwieriger möchtet machen, kann man auch beide Bälle gleichzeitig werfen und fangen. Das sieht dann so aus. Genau, wie weiter auseinander, dass die werfen, desto schwieriger wird es. Wenn sie etwas näher zusammen sind, geht es besser. Für die, wo das immer noch zu einfach ist, kann man auch probieren, dass man den Ball übers Kreuz wirft und dann auffängt. Mal schauen, ob man das auch gelingt. Okay. Und natürlich gibt es noch ganz viele Varianten von diesen Übungen. Wer mehr möchte, kann natürlich auch via Boden werfen und fangen. Wir könnten Ping-Pong-Ball oder andere Bälle nehmen und dann wird das Ganze nochmal anspruchsvoller. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Ballkünstler und eine gute Zeit.